schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Das stelle ich mal vom Tisch. Sieht ja aus wie bei Wickert hier. Naja, das kennen wir doch noch von früher hier. So, wir kommen zum Wetter. Leute, ich habe eine Geschichte bei, und zwar, ich bin ja aus Berlin-Neukölln. Neukölln wird euch jetzt hier nicht sagen, in Köln. Also ich habe da damals, ich bin da geboren, wirklich, und habe ja da auch mein Abitur gemacht. Auf der Rütli-Schule. Aber die Geschichte, die ich jetzt bei habe, die spielt in Neukölln. Und jetzt wollte ich mal fragen, wo ist denn hier jetzt in Köln der Bezirk, wo man auf keinen Fall wohnen möchte? Alles scheiße hier, oder was? Auf was? Chorweiler, danke schön. Kleine wilde Maus. Düsseldorf. Okay, wir nehmen Düsseldorf. Finde ich klasse. Leute. So, ihr wisst ja immer, wenn jetzt in der Geschichte vorkommt, Neukölln, wisst ihr, Armutsbezirk, Unterschicht Düsseldorf. Die Geschichte heißt, Robert, das schaffen wir schon. Letztens habe ich in der Zeitung gelesen, dass Robert De Niro wieder einen neuen Film dreht. So was mit in die Figur reingehen, ganz tief, also mit allem Pipapo. Spielort sollte die Bronx von New York sein. Daraufhin habe ich Robert erstmal angerufen. Hallo Robert, ich habe gehört, du drehst ja wieder einen neuen Film. Pass auf, ich habe eine ganz klasse Idee. Du drehst da deine Filme immer in der Bronx von New York. Das ist ja langsam ausgelutschte Thema. Komm doch mal zu mir nach Berlin-Neukölln. Komm doch mal zu mir nach Berlin-Neukölln. Das ist ohne Bronx, aber halt noch lange nicht so ausgenudelt wie das Elend da bei euch. Und Tipps kann ich dir auch geben. Nicht umsonst habe ich das Buch geschrieben. Endstation Neukölln. Der Zug endet hier und der nächste kommt sofort. Ja, Robert fand die Idee auch sofort klasse. Wir haben uns dann verabredet. Ja, alles klar, kommst einfach vorbei. Ich habe hier zwar nur so eine anderthalb Zimmerwohnung, ist aber kein Problem. Müssen wir uns halt ein bisschen arrangieren. Hallihallo, pipapo und tschüss. Ein paar Tage später stand er bei mir vor der Tür. Aber er war nicht alleine. Er hatte noch jemanden mitgebracht. Johnny Depp. Ich habe sofort reagiert. Nee, Robert, den Vogel schickst du wieder nach Hause, den kann ich nicht leihen. Robert zögerte. Aber er wusste genau, wenn er sich mit mir nicht verscherzen wollte, muss er jetzt schnell handeln. Er schickt ihn wieder nach Hause. Johnny fing an zu weinen. Ich sag auch nichts, ich bin einfach ganz ruhig, ich sitze einfach nur so rum. Ich ging vor die Tür und löste ihn mit Gewalt von meinem Türknauf. So Johnny, jetzt aber ab nach Hause, aber so schnell wie der Hund bellt. Man muss auch mal loslassen können. Ich ging also wieder zurück ins Wohnzimmer. Da saß er nun also, Robert aus Amerika. Er hatte ein schwarzes Smoking an und trug rote Lackschuhe. Na Robert, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöde. Hier, zieh dir mal den Baumwoll-Jogginganzug an. Und dazu hier die grünen Espadrillos. So, und jetzt gehen wir erstmal zu Penny. Ich hab nämlich nicht mehr zu futtern. Kurz vor Penny wurde Robert dann wiedererkannt. Ey, Sie sind doch Robert hier, der hier aus dem Fernsehen. Ich nahm den jungen Mann in meinen Arm, wir bauten uns vor Robert auf und dann fragte ich den Mann, meinst du, Ole Robert aus dem Fernsehen läuft hier den Cottbusser Damm lang in Espadrillos und einem Baumwoll-Jogginganzug mit einem Bild von Alf drauf und die Überschrift Null Problemo? Ich überlege doch mal, mein Freund. Aber ich erkenne ihn genau wieder, sagte der Mann, hier an seinem Muttermal, rechts unter seinem Auge. Und dann sagt er auch. Na, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöder, Robert. Robert griff sich an sein Muttermal, löste es ab und gab es mir in meine Hand. Und dann sah ich, was Robert De Niro seit mehr als 56 Jahren da rechts unter seinem rechten Auge zu kleben hatte. Eine vertrocknete Rosine. Das war die Idee von seinem Manager, wegen der Wiedererkennung und so. Wir standen also bei Penny an der Fleischtheke. Die Wurstfrau kam. Und in ihrer von uns allseits geschätzten nonchalanten Berliner Verkäuferin-Art fragt uns die Wurstfrau dann, ihr wollt ihr das Kicken oder kaufen? Ja, Robert, stille. Mein Gott, sei halt spontan. Du bist Schauspieler. Mach irgendwas aus deinem Repertoire oder so. Eine Scheibe Mortadella. Nee, Robert, erstmal sagt mal guten Tag. Guten Tag.
Ja, und jetzt vielleicht mal im ganzen Satz, Mensch, Robert, reiß dich halt ein bisschen zusammen. Da bemerkte ich, dass Robert ganz schön schüchtern ist. Naja, dachte ich mir, den müssen wir halt erstmal ein bisschen auftauen. Wir gingen also in die Kneipe, in die Sonnenallee, in Sonneneck und setzten uns an die Theke. Ich sagte dann zu Robert, so, jetzt bestellst du uns hier mal zwei Herrengedecke und dann flirtest du noch ein bisschen mit der Bedienung. Guten Tag. Ich hätte gerne zwei mein Herrengedeck. Du Kesselsumse. Im selben Moment betrat Wolfgang Job die Kneipe. Er hatte einen weißen Anzug an und trug Schuhe aus Glas. Wir erfuhren dann, dass Wolfgang auf einen neuen Film vorbereitet werden sollte, in dem er einen Bettler spielen sollte. Würde wohl noch ein bisschen dauern, dachte ich mir. Es war spät geworden und Robert hatte schon leicht NMT. Immer wieder spielt er Szenen aus Taxidriver nach. Auch als die Bedienung kam, um abzukassieren. Redest du mit mir? Ja, ich krieg 25,80 von euch. Du redest also wirklich mit mir? Na, pass mal auf, du Vogel, ich hol gar die Bullen, 25,80. Ja, Robert hat an dem Tag sehr viel gelernt. Abends bei mir zu Hause fing er dann an zu weinen. Ihm fehlte seine getrocknete Rosine. Um der Heulerei ein Ende zu setzen, schnitzte ich ihm ein Muttermal aus der Scheibe Mortadella, die er noch in seiner Tasche hatte. Am nächsten Morgen fuhr ich Robert dann zum Flughafen. Die Mortadella an seinem Gesicht war schon ganz schrumpelig. So, Robert, sagte ich zu ihm, lass uns ihn länger quatschen, Tschüssikowski, bis dann am Manski und ruf an, wenn du wieder in Town bist. Und tschüss. Ja, Leute, und wenn ihr nicht klatschen wollt, dann lasst das halt. Nein, nee, nein, nein. Nein. Gut, also, das war's von meiner Seite aus. Bedanke mich recht herzlich auf den Armutsbezirk Düsseldorf. Tschüss.